gibt es mittlerweile wieder eine Max-Magdalena-Straße, nachdem man die erste nach ihm benannte, 1959 wieder umbenannt hat. Während des Kalten Krieges wollte man keine Straße nach einem Kommunisten, den man außerdem gerne die Mitschuld an einem Mord gegeben hätte, benennen, wenn er ein Opfer des Nationalsozialismus war. In Riedheim, in seinem Geburtsort, wird heute dieser Gedenkstein eingeweiht. Er erinnert an den Kommunisten und Gewerkschafter Max Magdalena, der aufgrund seiner politischen Überzeugung gegen die nationalsozialistische Gewaltherrschaft antrat und für seine politische Überzeugung sein Leben ließ. Lassen Sie mich zum Abschluss nochmals auf den anfangs genannten Gedenktag zurückkommen. In seiner Rede bei der Gedenkstunde im Deutschen Bundestag zur Erinnerung an die Opfer des Nationalsozialismus zum 60. Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz 2005, sagte der damalige Bundespräsident Wolfgang Thierse in Bezug auf die Auflistung bzw. Definition der Opfer, ich zitiere: Die Reihenfolge dieser Aufzählung stellt keine Wertung dar. Jedes Opfer hat das gleiche Recht auf Anerkennung und Würde. Unser Gedenken gilt allen, die unermessliches Leid erlitten, denen die Würde genommen wurde, die ihr Leben verloren. Und es gilt allen, die, auch wenn sie die infernalische Todesmaschine überlebt haben, doch an ihr zerbrochen sind, an dem zugefügten Schmerz, an dem Verlust des Glaubens an die Menschlichkeit, an der Unbeschreiblichkeit dessen, was geschehen ist. Ich bin stolz darauf, mit beigetragen haben zu dürfen, dass Max Magdalena mit diesem Gedenkstein seine Anerkennung und Würdigung erhält. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Von auswärts und meine lieben Mitbürgerinnen und Mitbürger. Ich darf mich sicherlich in Ihrem Namen bei der Frau Bibi ganz herzlich bedanken für diesen hervorragenden Vortrag. Das war mein Wunsch und das Stichwort auf meine Forderung, dass am heutigen Tage keine politischen Reden gehalten werden, sondern dass dieses Thema wissenschaftlich aufgearbeitet wird. Die Frau Bibi habe ich kennengelernt im Rahmen der Erstellung unserer drei Bände für unsere Ortschronik. Ich habe selten eine Historikerin erlebt, die mit so viel Liebe zum Detail und mit so einer Sorgfalt recherchiert, so dass es im Anschluss auch dokumentationswürdig ist, sodass man sagen kann, das ist unsere Geschichte. Frau Bibi, ich danke Ihnen sehr, dass Sie am Sonntagmorgen hierher gekommen sind mit Ihrem Mann. Und Sie haben das ganz großartig gemacht. Das war genau das, so wie ich mir das vorgestellt habe. Frau Steyer-Meyer hat gesagt, dass es hier in der Gemeinde durchaus konträr diskutiert wurde, ob man diesen Gedenkstein aufstellt oder ob man nicht aufstellt. Ich sage Ihnen meine persönliche Wertung und wie ich persönlich zu einem Ergebnis gekommen bin. Zunächst einmal ist es so, dass man sich in einer Gemeinde, wenn man die Zukunft gestalten will, sich auch mit der Geschichte auseinandersetzen soll. Mit der Geschichte auseinandersetzen, das bedeutet auch, dass man Persönlichkeiten, die in der Geschichte der zweite Punkt war, wir haben deutlich gehört, dass er in einer freien Wahl wurde Max Magdalena in den Reichstag gewählt. Er war Vertreter des Volkes, die damalige Partei kam auf über 30% Stimmenanteil und dies war damals in einer Zeit, war das schon eine Leistung, die Bevölkerung, die gewählt hat, die wollte das auch. Und das dritte schließlich, es ist unbestritten so, dass Max Magdalena seinen Sohn geliebt hat. Er hat teilgenommen, er hat später seinen Sohn gegeben, indem er bereit war, innerhalb der Gewerkschaft
Geschichte und Umstände eine gefährliche Tätigkeit. Und das Letzte, und das hat mich schließlich total überzeugt, dass man hier etwas machen muss in seinem Heimatort. Er musste sein Leben lassen, aufgrund seiner Tätigkeit, aufgrund seiner politischen Überzeugung, und befindet sich in der großen Reihe von vielen Menschen, die auch unter diesem Regime sehr zu leiden. Ich darf sehr dankbar und bin stolz, dass von Seiten des Wirtschaftsrates aus Riedheim und insbesondere mit dem Motor Dr. Renner, dass er das aufgegraben hat, massiv vorangetrieben, sodass es schließlich zu einem guten Abschluss kommt. Die Gemeinde Hilzingen, der Ortsteil Riedheim, der Gemeinderat der Gemeinde Hilzingen wird diesem Bürger ein ehrendes Andenken bewahren. Ich bedanke mich bei Ihnen allen für Ihren heutigen Besuch. Es singt jetzt der Gesangverein noch im Stück und Anschluss wird der Ortsvorsteher und ich zusammen diesen Gedenkstein bringen. Schönen Sonntag.